Liebe YouTube-Freunde, es ist Herbstzeit und wir müssen jetzt für den Wintervorrat schaffen. Und in etwa so, wie man das früher immer gemacht hat, wir machen heute Sauerkraut. Früher hat man große Fässer gehabt, es gab große Familien und es wurde ja dann auch nur das gegessen, was man im Garten hat, was man dann so einlegte für den Winter. Und das waren auch schon mal die sauren Bohnen, da wurde auch immer ein großer Topf gemacht. Und heute machen wir aber Sauerkraut. Wir haben frisches Sauerkraut, das schöne Kohlköpfe, die sollten auch müßlich weiß sein, nicht zu grün. Und das ist schmackhafter. Und das hobeln wir jetzt und machen das in den Topf. Es kommen Wacholderbeeren rein, unten rein kommt eine Lage Krautblätter, dann kommt etwas Sauerteig drauf und nochmal ein Blatt und dann wird Salz drüber gestreut und dann kommt eine Lage Kohl, eventuell so 5 cm dick und das wird dann eingestampft. Und da muss der Opa ran, der muss stampfen heute. Und das ist dann Salz, Sauerteig, Wacholderbeeren, den Topf. Man hat auch heute tolle Töpfe, da braucht man nicht mehr so viel dran sauer zu machen wie früher. Da braucht man nur oben Steinplatte drauf und einen Deckel drauf. Da muss im Rand immer Wasser stehen und so hält das sich fast, also es hält sich bis zum Sommer gut. Wir haben hier den Krauthobel, da werde ich das jetzt hobeln drauf und je feiner es gehobelt ist, desto besser ist es. Desto besser schmeckt auch das Kraut. Wenn das Fass voll ist, dann kommen dann hier diese Platten drauf, zwei Steinplatten, so gegeneinander. Das beschwert den Kohl und das hält ihn auch dann schön fest. Und so kann er gären und 3 bis 4 Wochen kann man die erste Probe rausholen. Im frühen Mittelalter haben die Mönche den Kohl ganz in große Holzfässer eingelegt. Auch gut mit Salz bestreut und der hielt sich dann auch den ganzen Winter über. Ich mache jetzt erst die äußeren Blätter ab. Gut. Der ist so fest. Das ist ein wunderschöner Topf, wo man besonders wenig Arbeit hatte. Früher bei den alten Steintöpfen hatte man immer sehr viel Arbeit, die sauber zu halten. Etwas Sauerteig darauf. Und da kommt noch mal ein Blatt drauf. Wow, Opa. Der ist so fest. Sehe ich schon. Jetzt habe ich schon mal die Hälfte. Ich schneide jetzt den Strunk raus. Man muss gut aufpassen, damit man nicht die Finger noch da reinkommt. Eine gute Portion gehobelt und ich tue jetzt schon mal etwas Salz rein. Dann zieht das Kraut schon Saft und man hat beim Stampfen nicht gerade so viel Mühe. Es geht dann etwas leichter. Können wir
wiederhoben. Ich tue jetzt erst noch mal etwas Salz über die Kohlblätter, die unten drin sind. Und dann vor und nach eine Schicht Kohl rein. Oh, das hört sich schon gut an. Das hat schon etwas Saft gezogen. Für 5 Kohlköpfe, die hatten ja einen. Wir haben jetzt für 5 Kohlköpfe kommen da so 125 Gramm Salz drauf. Das ist nicht ganz so viel, aber sonst wird das auch zu salzig. Und durch die Gärung mit dem Sauerteig drin, das ist sehr gut. Und bekommt das einen ganz guten Geschmack. Sehr wichtig ist bei dem Sauerkraut, dass immer festig gestampft wird. Die Luft muss raus, sonst kann das Kraut nicht gären, dann wird es eher faul. Also immer fleißig stampfen. Bis Saft kommt. Der Saft, der muss später oben über dem Rand stehen. Die Wacholderbeeren müssen noch dazwischen. Es gibt einen ganz tollen Geschmack. Schicht für Schicht kommt der Kohl rein und dann muss man wieder stampfen. Jetzt haben wir den Topf voll genug, damit wir auch noch die Steinplatten drauf bekommen. Und ich lege jetzt oben drauf noch Kohlblätter. Damit wird jetzt abgeschlossen und dann kann er gären. Und die Steinplatten drauf. Wir hoffen, dass wir sie noch reinkriegen. Ja. Die ist schon mal drin. Guck uns mal, was da Saft drauf ist. Da ist wirklich schön, ist das geworden. Muss man dann seitlich ein bisschen eindrücken, dann geht's noch. Steht jetzt tatsächlich der Saft schön drauf. Und wird der jetzt in den Keller gebracht. Und dann kommt noch in den Rand Wasser. So hoch wie der Rand ist. Da muss man dann darauf achten, dass immer Wasser drin steht. Das ist sehr wichtig. Das hält den luftdicht, ist der abgeschlossen. Ist ganz dicht. Dann hätte ich noch einen kleinen Spruch von Wilhelm Busch. Da heißt es, eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, dass sie von dem Sauerkohl eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Nach diesem schönen Spruch wollen wir hoffen, dass das Kraut gut wird und dass wir in 3-4 Wochen, vielleicht vor Weihnachten, dass wir dann probieren können. YouTube-Freunde, wenn ihr es nachmachen wollt, macht es jetzt, es ist die richtige Zeit. Und wir wünschen euch allen noch eine schöne Adventszeit und hoffentlich einen schönen Winter.